Wenn jemand eine Verletzung erleidet oder Schmerzen verspürt, ist es ganz natürlich, sich zu fragen, was genau passiert ist und wie wir ein weiteres ähnliches Ereignis verhindern können. Meist handelt es sich um ein einfaches Zusammenspiel zwischen Belastung und Belastbarkeit. Jedes Gewebe im Körper besitzt eine spezifische Belastungskapazität. Wenn wir das Gewebe einer zu hohen Belastung aussetzen, entsteht ein höheres Risiko für Verletzungen oder Schmerzen. Wenn wir jedoch die gleiche Belastung langsam steigern, geben wir dem Gewebe Zeit, sich anzupassen, und wir sollten somit keine Beschwerden erzeugen. Die Belastungskapazität des Gewebes wird sich somit stetig erhöhen. Zum Beispiel: Muskeln werden stärker, die Knochendichte nimmt zu und Sehnen sowie Bänder werden widerstandsfähiger. Wenn wir jedoch die Belastung zu schnell erhöhen, ohne dem Gewebe Zeit zu lassen, sich anzupassen, ist die Gefahr größer, eine Verletzung zu erleiden. Wenn wir beispielsweise einen Backstein auf unseren Fuß fallen lassen, ist die Belastung im Vergleich zu der Kapazität viel zu groß. Das Gewebe hat aufgrund der schnellen Einwirkung keine Zeit, sich anzupassen. Dieses Beispiel mag zwar amüsant sein, häufig wird aber genau das missachtet. Die Belastung wird viel zu schnell erhöht, das Gewebe hat keine Zeit, sich anzupassen, wird verletzt und die Kapazität vermindert sich somit zeitgleich. Das heißt, die Belastung ist im Vergleich zu der Kapazität zu hoch. Manchmal sind wir jedoch klug und halten die Belastung beim Training über eine längere Zeit konstant und erhöhen somit die Kapazität des Gewebes. Wenn wir aber erhöhten Stress, eine Krankheit haben oder uns schlecht ernähren, zu wenig Schlaf bekommen oder andere Faktoren dazukommen, senkt dies die Kapazität, indem diese Faktoren die Erholung negativ beeinflussen. Auch die so reduzierte Kapazität erhöht das Risiko für Verletzungen und dazu kommt, dass Schmerz auch durch Überzeugungen, Erwartungen, vergangene Erfahrungen und andere Geschehnisse in unserem Leben beeinflusst werden kann. Die meisten Verletzungen können diesem Zusammenspiel zwischen Belastung und Kapazität zugeordnet werden. Unglücklicherweise wird vielen Leuten erzählt, dass ihre Beschwerden von biomechanischen Abnormalitäten wie Asymmetrien in der Anatomie oder falsch angelernten Bewegungen kommen. Beispiele dafür sind eine Beinlängendifferenz, Plattfüße, eine verminderte Aktivierung der Gesäßmuskulatur, ein verschobenes Kreuzbein oder ähnliches. Einige dieser Faktoren wurden bereits untersucht und es zeigte sich, dass viele solcher Abnormalitäten nicht existieren. Abnormalitäten, welche tatsächlich vorhanden sind, führen zu erhöhtem Stress auf das Gewebe. Trotzdem haben sie, wenn, dann nur einen kleinen Einfluss auf Schmerzen oder Verletzungen. Die Tatsache bleibt, wenn man dem Körper genug Zeit gibt, sich zu adaptieren, sind Schmerz und Verletzungen unwahrscheinlich und auch wenn wir Abnormalitäten aufweisen oder uns schlecht bewegen. Wenn man bei den Paralympischen Spielen zuschaut, merkt man schnell, dass Menschen in der Lage sind, auf einem extrem hohen Niveau abzuliefern, auch wenn massive Asymmetrien und Kompensationen vorliegen. Dies, solange man dem Körper Zeit gibt, sich anzupassen. Dies müssen wir berücksichtigen, wenn wir an den Verletzungsmechanismus denken. Verlieren Sie nicht allzu schnell den Mut oder denken Sie, Sie seien fehlerhaft und seien Sie nicht zu analytisch, wie Sie sich bewegen. Denken Sie zurück, was Sie in letzter Zeit im Sport, beim Joggen oder im täglichen Leben geändert haben. Bei Verletzungen oder Schmerz müssen wir uns an diese Veränderungen erinnern. Bei Verletzungen ist es wichtig, die Belastung zu reduzieren, um dem Gewebe etwas Ruhe zu geben. Wenn die Belastung aufgrund einer Verletzung für eine längere Zeit vermindert wird, ist es wichtig, daran zu denken, dass sich auch die Kapazität des Gewebes daran anpasst. Dadurch kann es auch bei weniger Belastung zu einer erneuten Verletzung kommen. Deshalb ist es notwendig, langsam zum alten Aktivitätsniveau zurückzukehren. Wichtig dabei ist zu wissen, dass es auf längere Zeit gut ist, mechanischen Stress auf den Körper auszuüben. Solange wir die Zeit respektieren, die der Körper braucht, um sich anzupassen. Wenn Sie inaktiv sind, wird die Kapazität von Ihrem Körper sinken.
Steigern Sie Ihre Aktivität langsam, wird sich der Körper anpassen, indem er seine Kapazität erhöht. Machen Sie es zu schnell, könnten Sie sich verletzen. Wenn Sie sich an das Konzept von Belastung versus Kapazität und Anpassung vom Gewebe erinnern, sind Sie auf dem Weg zu verstehen, was die Ursache für die meisten Schmerzen und Verletzungen ist.